Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Okay. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen, da bin ich mir sicher. Naja, da wäre ich mir jetzt mal nicht so sicher. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Okay. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Müssen wir die irgendwie ändern, die Kugel? Ach so. Müssen wir die ändern? Aber ich hab doch gar nichts dafür, ne? Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern. Okay, wir müssen die irgendwie ändern, ne? Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Dafür brauche ich aber einen Pfeil. Den hab ich ja nicht, oder? Bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Ich glaube aber nicht. Was könnte man denn da verbrennen? Nichts Sinnvolles, oder? Eigentlich. So, hier lüftet die Turbine immer noch. Wir müssen irgendwie noch schauen, dass wir hier was hinbekommen. Das Gerümpel ist ja alles schön da. Wir können ja hier nach hinten gehen, aber das bringt uns ja nichts. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Och, jetzt läuft er vorbei, oder was? Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Jetzt lass doch das Ding offen. Okay, mit der Banane haben wir aber das Problem, dass er... weggerutscht. Das ist auch so schon cool genug. Wie können wir das denn verhindern? Ich meine, er rutscht ja hier weg, ne, mit der Banane. Ja, das ist los. Das wird die Delphi. So, jetzt kommt wieder unser Vorspuldingens hier. Dann läuft er ja rein und rutscht davon, ne? Verdammt, mein Plan. Ja, aber wie wäre dieser Fein. Wie sieht dieser Feinschliff aus, ist die Frage. Können wir die Bananen hier reinlegen irgendwo? Was auch immer uns das bringt. Geht aber auch nicht. Hem. Öl haben wir... Moment. Öl haben wir ja auch keins mehr, ne? Was ist hier denn noch? Ein Planschbecken, ach so. Oh, schon putzig. Können wir damit irgendwas machen? Da fallen mir gleich aber keines, das spektakulär genug wäre, um meine überlegenen Dompteurskünste unter Beweis zu stellen. Natürlich, Rufus, natürlich. Können wir da Eis reinmischen? Da fallen mir gleich aber... Okay, scheinbar nicht. Können wir den Köderfisch irgendwas nutzen? Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh,
halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Wir können das aber doch nicht reinhängen. Okay. Duftbäume vielleicht? Was hast du? Sind da nicht wirklich? Sag mir Bescheid, wenn du... Das ist auch so. Was hast du? Oh, die Junge, die will was immer, aber die... Welchen? Okay, wir können das nicht hier hinhängen. Okay, den Fisch hier drauf vielleicht? Oder so, maybe? Sonst bin ich gerade ein bisschen ratlos. Ja, das ist lustig. Aber noch nicht Lust. Hier ist mein feines... Okay, das geht aber eigentlich auch nur mit den Bananen, ne? Aber noch hier... Ja, der bringt uns relativ wenig. Ja, das bringt uns aber auch nichts. Das wird die Delfine... Wenn der Typ hier dann ständig davonrutscht. Mein Plan... Weide. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Okay. Ich hätte sie auch liegen lassen. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. So ein Zufall, dass wir gerade den unachtsamen Kanalarbeiter hier haben. Cool. Stimmt, sehr cool. Aber noch nicht hier ist... Das schreit... Okay, müssen wir mit dem Gerümpel doch irgendwas machen? Die Idee war gut. Aber Rufus. Arme waren zu kurz. Wer hat das gesagt? Jetzt hauen sie aber mit den Easter Eggs rum hier, ne? Die Idee war gut. Ach, das hatte ich schon mal probiert, ne? Oder war das Eis? Die Idee. Ja. Kennen wir schon inzwischen. Wir kommen hier aber auch nicht runter, ne? Wir können ja auch nicht selber reinsteigen, oder? Das wird die... Ja, ich weiß, aber der läuft da ja nicht rein. Theoretisch. Mein Plan? Haben wir irgendwas, um die Kristallkugel umzudrehen? Eigentlich ja nicht, ne? Den Köderfisch werden wir noch brauchen. Die Bananen, Schuhe haben wir auch keine. Leider. Warum auch immer wir keine Schuhe haben, kann ich das Eis vielleicht einschmelzen. Was auch immer mir das bringen sollte. Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so... Das ist eine gute Frage, warum das Zeug eigentlich so lange hält, ne? Können wir uns das in... Das muss jemand an... Ich kann mich... Können wir irgendwie Feuer mitnehmen? Ja gut, das wäre jetzt irgendwie blöd, ne? Weil wir müssen ja am Nordpol noch was enttauen. Wir müssten da irgendwas anzünden, ne? Wir können uns aber auch keinen Reifen mitnehmen, sonst würde ich sagen, machen wir hier ein Feuer. Dafür brauchen wir aber irgendwas, um Feuer weiter verbreiten zu können. Also irgendwas Brennbares. Haben wir hier drin eigentlich noch irgendwas Interessantes? Wir können da nochmal mit den Leuten reden, mit Doc und Bozo. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ach du Heilige. Und du bist dir sicher, dass du Gol wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Gol Bluterin ist? Du schaffst das schon. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Okay, Isla Obacht klingt auf jeden Fall einladend. Isla Obacht.
Klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Oh Mann. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Naja, ich komme aber nicht auf den Funkmast, ne? Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Wie kommen wir denn jetzt auf den Funkmast? Wir müssen irgendwie noch einen Blitzableiter bauen. Aber dafür brauchen wir den Regenschirm und dafür brauchen wir Schuhe. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber, meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Die Armen. Ja, das ist echt schon arm, ne? Wenn man sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten kann. Also da lebt man echt dann schon an der Armutsgrenze. So, das haben wir alles durch. Ich halte mich auf dem Laufenden. Ja, aber gerne doch. Hallo Boso, wie geht's denn? Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donnergol nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Boso, aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Ach komm jetzt. Alter, das Spiel, ne? Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. Naja. Okay. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Ist vermutlich sinnvoll. Ich will nämlich Rufus nicht unbedingt am Steuer eines Kutters sehen, irgendwie.
Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja, ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja, ja. Oh ja, das sind immer die besten. Ja. Also war dieses ganze Trümmerfeld... Zurück an die... Hey! Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Vernippelt? Das Wort merke ich mir. Das war also diese ganze Bruchbude, die der Organon besetzt hat, die ehemals die Innenstadt von Porta Fisco. Hier, das ganze Ding war mal eine Stadt. Ja gut, dann trifft das Wort Ruine wahrscheinlich ganz gut. Aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Und ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge. Und bis dahin... Huch! Okay, und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Servus!